is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Welche Art ist die letzte Schlacht? Der Herr hat sein Zeughaus aufgetan und die Waffen seines Zorns hervorgeholt. Nach seinem Willen bietet Gott die Naturkräfte aus, um die Macht seiner Feinde zu überwinden. Feuer, Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwinde, die sein Wort ausrichten. Als die heidnischen Amoriter sich vorgenommen hatten, seinen Zielen entgegenzuarbeiten, griff Gott ein und warf große Steine vom Himmel auf die Feinde Israels. Es wird uns von einer größeren Schlacht berichtet, die in den Abschlussszenen der Weltgeschichte stattfinden wird, bei der Jahweh sein Zeughaus auftun und die Waffen seines Zornes hervorholen wird. Bist du gelesen, wo der Schnee herkommt? Fragt er. Oder hast du gesehen, wo der Hagel herkommt, die ich verwahrt habe für die Zeit der Trübsal und für den Tag des Streites und Krieges? Johannes beschreibt in der Offenbarung die Verwüstung, zu der es kommen wird, wenn die große Stimme aus dem Tempel vom Throne meldet: Es ist geschehen. Er sagt, ein großer Hagel mit Zentnergewichte fiel vom Himmel auf die Menschen. In den letzten Szenen der Weltgeschichte wird Krieg wüten. Die Mächte des Bösen werden nicht kampflos kapitulieren. Doch die göttliche Vorsehung hat in der Schlacht Armageddons eine Rolle zu spielen. Der Hauptmann im Heer des Herrn wird an der Spitze der himmlischen Engel stehen, um die Schlacht zu dirigieren. Er, auf dessen Gewand der Name König aller Könige und Herr aller Herren geschrieben steht, führt die Heere des Himmels auf ihren weißen Pferden an und ist in feines Leinen gekleidet, rein und weiß. Wenn er wieder zur Erde kommt, wird er nicht nur die Erde erschüttern, sondern auch den Himmel. Die Erde wird taumeln wie ein Trunkener und wird hin und her geworfen wie eine schwankende Hütte. Der Himmel wird zusammengerollt werden wie eine Buchrolle. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Aber seinem Volk wird der Herr eine Zuflucht sein und eine Burg den Israeliten. The Lord is coming. Are you ready?